Moin Leute, was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, warum hört er jetzt in der Mitte auf bei diesem Update? Der hat jetzt 304 MB runtergezogen und dann bleibt er stehen. Hochgeladen hat er diesmal gar nichts. Passiert es euch auch so? Das Update scheint jetzt, ich habe mich schon gefreut, ich dachte, das ist jetzt irgendwie was mit 40, aber nein, das ist 2021, 36, 5, 8. Da wird jetzt, das wird ein kleines Patch sein, ist nichts Besonderes. Und ehrlich gesagt ist mir auch die Zeit jetzt ein bisschen zu schade, um zu warten. Ich weiß, dass ich jetzt unterbrechen kann und einfach morgen, wenn ich losfahre, nochmal Hotspot anschmeißen kann und dann weiterladen kann. Aber was mich wirklich interessiert ist, warum bricht der ab? Es ist nicht so, dass mein Handy jetzt eine schlechtere Verbindung hat. Es hält die ganze Zeit Verbindung und Hotspot ist die ganze Zeit da. Aber 34 MB wurden hochgeladen, 304 runter und jetzt ist er ungefähr bei der Hälfte einfach stehen geblieben. Ah! Jetzt geht das los. Okay. Jetzt saugt er mit 2,7 Megabyte pro Sekunde plötzlich, ganz plötzlich. Oh, das geht jetzt richtig schnell. Boah, worauf hat er denn gewartet? Also das erinnert mich an die früheren Zeiten, so wo man Windows installiert hat. Wo dieser Ladebalken, der 100% signalisiert, irgendwie immer wieder stehen bleibt und dann weiß man nicht, ja, wie lange muss ich denn jetzt noch warten? Genau solche Momente gibt es hier beim Tesla Over-the-Air Update auch. Aber nun, dafür haben wir sie recht oft und wir bekommen schöne Sachen. Vielleicht diesmal auch? Nein, wahrscheinlich nicht. Wenn sich nur hinten eine Zahl ändert, dann ist es wirklich nur ein Patch. Also irgendwelche Fehlerbehebungen, keine Features. 570 Megabyte. Er lädt auch nichts mehr hoch. Ich habe auch jetzt in den letzten paar Tagen, bin ich ganz sicher, relativ wenig Autopilot gefahren. Sodass auch, ja, quasi ich keine Daten gesammelt habe, was das anbetrifft. Dementsprechend lade ich auch wenig Daten hoch. Also das stimmt noch alles, was ich damals gesagt habe, was ich vermute, was das für Daten sind. Die Daten, die ich an Tesla übermittle in dem Fall, sind wirklich Daten, die Autopilot sammelt. Ja, nochmal zur Erinnerung, meine Updates mache ich über den Hotspot über mein Handy. Mein Traffic dabei messe ich mit einer App, die heißt HT Monitor. Da ist zwar jetzt zwischendurch Werbung drin, aber das ist verkraftbar. Und man sieht auch, wie viel runter und wie viel hochgeladen worden ist, seitdem ein Gerät jetzt über meinen Hotspot damit verbunden ist. In diesem Fall ist es jetzt mein Tesla. So, der Balken ist jetzt komplett. Es wird jetzt auch nichts mehr runtergeladen, wie ich sehe. Also jetzt warten wir quasi nur noch auf ein Go. Ja, weiß nicht, vielleicht werden jetzt Daten entpackt oder so, kann ich mir gut vorstellen. Beim Runterladen macht es schon noch Sinn, Daten zu komprimieren und dann auch am Fahrzeug sie zu entpacken. Das dauert dann meistens. Für das Patch 2021 3658 habe ich jetzt 825 Megabyte runterladen müssen. Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt den gesamten Traffic abgelesen. 786,6 Megabyte. Ja, ordentlich für ein Patch. Aber nun, jetzt nix. Updates müssen sein. Das Auto möchte verbessert werden und zwar ständig. Jetzt ist in der Garage wieder Licht ausgegangen. Dabei ist mein, ich stehe hier die ganze Zeit auf der Bremse. Und ehrlich gesagt finde ich das super cool, wie das mittlerweile ausschaut. Und mein Monitor macht für mich jetzt hier die Leuchte. Ich kann Intensität hier ein bisschen vergrößern. 77%, das wären 100%. Das wäre 12. Ja, Kamera regelt hier automatisch hoch und runter. Aber das macht eine gute Leuchte eigentlich. Das wäre Nachtmodus. Ja, nicht so gut zum Filmen.
Die Daten sind runtergeladen, wird immer noch entpackt, irgendwas wird gemacht. Ich warte. Ich warte, bis ich dann sagen kann, okay, jetzt updaten, dann düse ich los. Seit 22 Minuten bin ich jetzt mit dem Hotspot verbunden. Ich kann das nur noch erneut betonen. Um mit einem Elektroauto richtig glücklich zu werden, braucht ihr zwei Sachen. Nebst dem Elektroauto selbst natürlich. Das erste ist eine Wallbox daheim, so dass ihr quasi jeden Tag die Möglichkeit habt, mit einem vollen Tank loszustarten. Das ist wirklich das Beste. Und das zweitbeste, Software-Update ist jetzt verfügbar, so super. Das zweitbeste ist, wenn ihr noch einen Hotspot daheim habt. Also idealerweise habt ihr also ein eigenes Haus, wo ihr auch in der Garage einen kleinen Repeater installieren könnt, sodass das Auto jedes Mal mit Wi-Fi verbunden ist und sich einfach die Software-Updates zieht und ihr das vom Sofa aus steuert. Das ist so ideal Setup. Okay, Software-Update ist da. Ich starte es jetzt, sage jetzt installieren und dann habe ich 2 Minuten, um mich aus dem Fahrzeug zu entfernen, das abzuschließen, beziehungsweise schließe selber ab und dann ist gut. Die Versionshinweise lassen sich nicht anklicken in diesem Stadium. Das ist ein Bug, Herr Musk. Okay, Wächtermodus muss ich noch ausmachen. Bzz, 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 bzz. Fahrzeug, Sicherheit, Wächtermodus ausmachen. Jetzt starten. Los geht's. So, wenn ich noch lustig bin und hier daneben stehen bleib, ich das Fahrzeug auch noch schließen. Und wie gehabt in der App kann ich das jederzeit auch noch abbrechen. Das Update. Mache ich jetzt aber nicht, sondern ich gehe jetzt heim. Euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.